Arbeitete religiöse Szenen. Habe ich hier alle? Nö, ich habe ja gar keine. Gekauft, ich werde jetzt zum Kunstsammler. Ich werde mehr Gemälde besitzen als die Kirche. Batista und Federico. Federico. Na, 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 na. Kennt von euch jemand diese Werbung noch? Das war doch irgend so ein Tomaten-Ketchup-Dings. Weiß ich nicht. Aber Federico kenne ich noch aus der Werbung. Aber das Produkt leider nicht mehr. Hä? Habe ich mich gerade in meiner eigenen Stadt verlaufen? Sieht fast so aus. Hallo, würdest du mir bitte zeigen, wie ich aus meiner Stadt rauskomme? Ja, oder du? Nein? Ah ja, hat's gefunden. Danke, Leute. Ja gut, sollen wir irgendwie reiten oder so? Oh, Abenteuer auf dem Reiterhof wollte ich ja auch noch spielen. Jedes Mal, wenn ich auf so einem Gaulock, fällt's mir wieder ein. Wo müssen wir denn lang, um irgendwo hinzukommen? Moment. Firenze. Da kommen wir zum Centaur aus Harry Potter. Und da kommen wir in eine andere Stadt. Nein, wir gehen erstmal den Centauren. Tja, Centauren besuchen. Jau. Da will ich hin. Adler weisen auf einen Aussichtspunkt hin. Das ist wunderschön. Vielen Dank für diese Information. Hallo Leute, Ezio ist da. Wupp, wupp. Mal auf die Karte gucken. Ich drücke immer auf M für Map. Gibt es hier denn Codex-Seiten? Ich sehe jetzt gerade keine. Da unten könnten noch welche sein. Oder sind die alle in Dingenskirchen in Venedig jetzt? Wie komme ich denn in Ezios Inventar? So? Ja. Ausrüstung. Es hieß doch, er hätte eine... Nein, aber es hieß doch hier. Codex-Seiten. Anscheinend nicht. Ja gut, aber das sind dann... Die werden dann nicht... Ja, kann ich in die Stadt rein mit dem Pferd? Nein. Kann ich außen rum. Ich würde zumindest gerne da unten mal schauen. Nicht, dass uns was entgeht. Nee, ich reise jetzt erstmal nach Venedig. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch Seiten sind. Tschüss, Pferd! Finde ich auch irgendwie gut, dass da einfach random Pferde rumstehen, die man benutzen kann. Warum kann ich nicht... Ach, da oben ist es Venedig. Oh Gott, ist die Stadt groß. Welchen Bereich durften wir denn noch nicht? Ich glaube, die zwei außerhalb der Mauer, kann das sein? Castello? Ja, ich glaube, die zwei. Aber ich bin mir leider nicht mehr sicher. Egal. Oh ja, da unten ist schon die erste... Noch eine. 1, 2, 3. Auf diesen Glockenturm will ich also, Rebecca. Na gut, dann will ich halt auf diesen Glockenturm. Na und? Du hast mir gar nichts zu sagen. Oh, das ist cool hier hinten. Diese kleinen Abfolgen von Sprüngen, die mag ich immer sehr gerne. Da muss irgendein Designer gesessen sein und hat sich gedacht...
Du wirfst mich hier nicht runter. Ich bin nämlich derjenige, der Leute von Türmen wirft. Ich habe die Lizenz zum... Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten. Geht! Warum kann ich denn nicht? Moment, Moment. Gib mir eine Minute. Da! Ups. Das war voller Absicht. Wie kam ich da hoch? Oh, auf diese Seite vielleicht nicht. Bin schon weg, bin schon weg. Du hast nichts gesehen. Und nichts gehört. La 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 la. Ich bin der Wind. Nein! Oh Gott. What have I done? Ich wollte doch nur diesen Supersprung machen. Den hier. Und es hat nicht geklappt. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Kann ich hier? Nein? Ah ja, ich glaube, ich kann da außenrum. Moment. Ja, das sieht so aus, als könnte ich da hochklettern. Oh weh, das ist gar kein Aussichtspunkt. Das ist gar kein Aussichtspunkt, oder? Da muss ich noch ein Zug. Oh, das wär's jetzt gewesen, den ganzen Weg da hoch. Nur weil Rebecca uns verarscht hat. Da ist ein Heuer offen. So, jetzt aber auf zur Codex-Seite. Cool, dann können wir noch 3 in Venedig absammeln und dann fehlt uns noch eine. Und ich wüsste aber leider nicht, vielleicht haben wir die in Forli vergessen. Carpaccio. Oh, kennt ihr Carpaccio? Sehr leckeres Essen übrigens. Kann ich nur empfehlen. 10 out of 10. 10 von 10 würden wieder essen. Ja, hallo? Dieb! Fass den Bastard! Nope! Will ich nicht. Oh, bitte porte mich jetzt nicht zurück. Nein! Puh, okay, gut. Aber ich suche mir jetzt gerne noch mehr Diebe, die dich dann ausrauben. Ich meine, die Wachen. Oh, Ladies! Hallo, Ladies! Na, hab Spaß. Warum drücke ich eigentlich jedes Mal die falsche Taste? Kann mir das mal wer von euch sagen? Das würde mich echt interessieren. Vielleicht wisst ihr, was falsch läuft. Steht ein Kommentar drunter, was falsch läuft, so einiges. Ja, das stimmt schon. Okay, da ist die nächste. Oder habe ich jetzt eine übersehen? Nee, da hinten ist noch eine. Kann ich mir mal irgendwie nur die Codex-Seiten anzeigen lassen? Nee, gell, geht nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie unter dem ganzen anderen Zeug begraben sind und ich sie einfach nicht sehe. Was ja nicht untypisch wäre, um mal ehrlich zu sein. Also, dass ich irgendwas nicht sehe. Oder wieder irgendwas nicht weiß. Hm, ja gut. Oh, Schatz. Oh, Bella, Bella. Ah, es freut mich doch immer wieder, wenn ich gute Taten vollbringen kann. Buonasera. Oh, ich will so gern wieder nach Italien. Wow, habt ihr das gesehen?
Kopf über, Mann. Kopf über. An diesem Ort gab es eine Glyphe. Scanblick aktivieren. Nö. Okay, ich bin doch unten. Scheiße! Gegen euch werde ich zum ersten Mal in 11 Jahren einen Alter. Vertrag nicht erfüllen. Nein, ich will denn eigentlich. Ich und mein besoffener Kumpel. Oh, ich dachte, da wären. Lalala. Alter, willst du dem Freund gleich folgen? Ja! Großgardia. Tötet Zivilisten. So, Moment. Wir versuchen es jetzt nochmal. Du? Hatscha! Hatscha Kaboom! Wo ist jetzt hier? Ah, da hinten ist die Glyphe! Das heißt, wir hätten die nicht mal killen müssen. Naja, doch, wahrscheinlich schon. Oh Gott, und jetzt werde ich wieder ewig für dieses Glyphenrätsel brauchen. Hm, ein Pfeil, der sagt, wir sollen da lang gehen. Okay, tschüss. Zu spät. Wächter, der Zeit freigegeben. Auf, runter, links, rechts. Die löst man doch am besten von außen nach innen. Ah, okay, das ist das Einzige, was das hier dreht. Das heißt, das muss so. Und mit... Nee. Dem hier kann ich dann aber das drehen. Und das einzelne innen kann ich auch drehen. Das hier einzeln drin. Der Tod aller Tyrannen wird das Volk befreien. Ja, wenn das Volk nicht für sich selbst denkt. Ja, okay, Tyrannen schon, aber dann braucht es trotzdem Führer. Was kann ich denn hier?